RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH. Einfach näher dran. Jetzt bei RFH aktuell am Dienstag. Das sind unsere Themen heute. Medaille für die Sportlerin der Herzen. Tatjana wird in ihrer Heimatstadt Blankenburg empfangen. Messepremiere für Promi-Wein. Warum Schauspieler und Moderatorin jetzt auch noch Winzer sind. Digitale Umstellung in Quedlinburg, mehr Bandbreite und mehr Programm im Kabelnetz von Telekolumbus und Pure. RFH, informativ, aktuell, näher dran. Digitale Umstellung in Quedlinburg, mehr Bandbreite und mehr Programm im Kabelnetz von Telekolumbus und Pure. Heute, ab dem 20. März, könnten in Quedlinburg einige Fernsehbildschirme schwarz bleiben. Der Grund? Die komplette Umstellung des Kabelnetzes auf digitalen Empfang. Und das heißt, die analogen Fernsehsender werden abgeschaltet. Das verspricht auf jeden Fall besseren und erweiterten Empfang. Unterstützung fand die Telekolumbus AG als Netzbetreiber sofort beim Oberbürgermeister, beim Wirtschaftsförderer und beim Geschäftsführer der Wohnungswirtschaft. Ein sehr guter Termin, wie ich finde, der zeigt, dass die Welterbestadt Quedlinburg sehr gut in der Lage ist, historisch schön, mit schönen Ambiente, aber trotzdem auch modern zu sein, nach vorn zu gehen und Innovationen zuzulassen, Neues zu wagen. Das Kabelnetz von Pure, das mehr als 3000 TV-Zuschauer in der Welterbestadt nutzen, wird an diesem Tag auf vollen digitalen Empfang umgestellt, berichtet Vertriebsdirektor Marcel Witte in großer Runde im Rathaus. Wir versorgen seit vielen Jahren, glaube ich seit 20 Jahren mittlerweile, das Netz in Quedlinburg mit Fernsehsignalen, aber auch seit vielen Jahren mit breitbandigem Internet, mit Telefoniediensten und aktuell für die Mieter, die an unserem Netz angeschlossen sind, bis zu 200 Mbit verfügbar. Wir haben es so, dass wir die Kopfstelle seit vielen Jahren hier, also die zentrale Empfangsstation, wo wir sozusagen die Signale empfangen, aufbereiten für den Ort, modernisieren. Diese Planung hatten wir sowieso gemacht, weil dort einfach es notwendig wurde, die Technik auf den aktuellsten Stand zu bringen. Und aufgrund der hervorragenden Möglichkeit hier, die moderne Technik, die neue Kopfstelle mit dem historischen Ambiente und der Situation hier in Quedlinburg zu verbinden, haben wir entschlossen, Quedlinburg als Modellstadt, als Pilotstadt deutschlandweit für die Einführung einer reinen, voll digitalen TV-Versorgung auszuwählen. Oder anders ausgedrückt, für die Abschaltung der im Kabelnetz noch verfügbaren analogen Fernsehsignale. Wie Sie sicherlich wissen, das klassische analoge Fernsehen über Satellit, über Antenne wurde, glaube ich, 2009 abgeschaltet. Seitdem gibt es eigentlich kein klassisches analoges Fernsehen mehr. Und die Kabelnetzbetreiber haben aber seitdem diese Signale, die eigentlich nur digital zur Verfügung stehen, wieder reanalogisiert, um den Mietern weiterhin analoges Fernsehen zur Verfügung stellen zu können. Jetzt haben wir die Situation, dass insbesondere in Sachsen und Bayern es eine gesetzliche Regelung gibt, dass zum 31.12.2018 kein analoges Fernsehsignal mehr verbreitet werden darf. Und somit sind wir als Kabelnetzbetreiber natürlich ja in der Situation, dass wir hier eine Lösung schaffen müssen. Und wir wollen hier keine Sonderlösung für Sachsen und Bayern schaffen, sondern wir wollen eine deutschlandweite Lösung schaffen. Und damit die Prozesse, die Dinge, die dort passieren, die Veränderungen, die im Netz passieren, die auch für die Mieter, für unsere Kunden relevant sind, einmal geprüft, getestet werden können, die Abläufe durchgeprüft werden können, haben wir eine Modellstadt gesucht. Und das ist Quedlinburg geworden, wo wir diese neue Form der rein digitalen Versorgung erstmals einführen. Die eigentliche Umschaltung der TV-Signale wird jetzt am 20. März stattfinden. Dort wird es so sein, dass wir die klassischen analogen TV-Programme abschalten und gleichzeitig zusätzliche digitale Programme aufschalten. Also es kommen 6 HD-Sender dazu und 2 UHD-Sender, die wir mit reinbringen und gleichzeitig 17 neue Radiosender. Was das im Einzelnen bedeutet und wie die Zuschauer sich auf die neuen Empfangsmöglichkeiten einrichten können, erklärt Vertriebsdirektor Marcel Witte. Die Mieter, die aktuell ein analoges Fernsehgerät haben, also ein Röhrengerät oder einen Flachbildfernseher, der, sagen wir mal, vor
2010 gekauft wurde. Dort kann es sein, dass dort noch kein digitaler Receiver drin ist. Also das ist ein sogenannter DVB-C-Tuner, der notwendig ist, um digitale Fernsehsignale aus dem Kabelnetz zu verarbeiten. Und für die Mieter, die diese Situation vorfinden, haben die Möglichkeit, sich ein Zusatzgerät zu besorgen, entweder über den freien Handel zu kaufen, kostet so zwischen 30 und 40 Euro, oder alternativ über uns ein Gerät zu mieten, kostet 5 Euro im Monat. Darüber kommen auch dann noch zusätzlich die privaten HD-Sender auch noch mit dazu, diese zu entschlüsseln, sodass einmal das Komplettpaket zur Verfügung steht für denjenigen, der die Möglichkeit hat, HD-Sender zu schauen. Das Wichtige an der Stelle ist, wir nehmen keine Sender weg, also wir nehmen nur eine Art der Einspeisung dieser Sender weg. Sprich, alle Sender, die wir bisher digital, die wir bisher analog eingespeist haben, die haben wir auch in Standard digital eingespeist und in HD eingespeist. Das heißt, der Sender ARD beispielsweise wurde dreimal eingespeist in analog, in Standard digital und in HD und wird künftig dann jetzt weiterhin in Standard digital und HD verfügbar sein, sodass die Anzahl der Sender nicht kleiner wird dadurch, sondern größer wird und auch kein Sender, den bisher einer der unserer Kunden schaut, wegfällt. Das ist das Wichtige dabei. Warum machen wir das? Neben der gesetzlichen Regelung, es bietet natürlich auch die Möglichkeit, neue Dienste reinzubringen. Sprich, das analoge Fernsehen blockiert in dem Kabelnetz einen sehr, sehr großen Frequenzbereich, der jetzt, wenn wir auf rein digitale TV-Versorgung umschwenken, genutzt werden kann für zusätzliche Digitalprogramme, wie wir es beispielsweise jetzt testweise mit den ersten UHD-Sendern machen, über zusätzliche HD-Sender, die wir reinbringen. Und natürlich die Möglichkeit haben, wesentlich mehr Bandbreite auch im Internetbereich zur Verfügung stellen zu können. Sprich, im ersten Schritt werden wir jetzt mit der Umrüstung, mit dem neuen Signal, die 200 Mbit, die wir aktuell anbieten, auf 400 Mbit aufrüsten. Und perspektivisch wollen wir das natürlich dann weiterentwickeln, auch Richtung 600 Mbit. Da habe ich aber noch keinen genauen Zeitplan, wann das wirklich stattfinden soll. Jetzt gehen wir sozusagen erstmal den Schritt Richtung 400 und den Schritt der Einspeisung der zusätzlichen Fernsehsender. Alle Informationen zum Digitalumstieg in Quedlinburg gibt es explizit auf der Sonderseite www.pure-quedlinburg.com. Jetzt bei RFH. Neues aus der Harzregion. Aufgrund des Dauerfrostes der letzten Tage kam es vermehrt zu Unfällen aufgrund von Straßenglätte. In Badersleben kam eine Frau mit ihrem Mitsubishi von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Auf der L240 in Richtung Thale geriet ein 19-Jähriger mit seinem Audi auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Citroën zusammen. Und wieder das gleiche Szenario auf der B79. Dort geriet ebenfalls ein Fahrer ins Rutschen, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Die B79 musste zur Unfallaufnahme für 30 Minuten voll gesperrt werden. In Vorbereitung auf das Osterfest wurde wie in den Vorjahren der Brutapparat vom Museum Heine Arnum wieder mit Hühnereiern bestückt. Der Brutapparat ersetzt den natürlichen Brutvorgang einer Henne und wenn die künstliche Bebrütung optimal gelingt, werden pünktlich ab Karfreitag kleine Hühnerküken schlüpfen und über Ostern im Museumsfoyer zu bestaunen sein. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Mittwoch erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Vom Morgen bis zum Nachmittag scheint die Sonne bei blauem Himmel und Temperaturen von minus 5 bis 3 Grad. Am Abend überwiegt eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Werten von 1 Grad. Über Nacht bleibt es bedeckt bei einer Temperatur von 0 Grad. Am Donnerstag erwarten uns Schnee, Regen und jede Menge Wolken bei Tageshöchstwerten von 3 Grad. Disse, Ihr Fachhändler in Halberstadt mit vielfältigen Leistungen und umfangreichen Angeboten. Zum Beispiel Spezialschuhe für Diabetiker mit individuell adaptierter Fußbettung aus der eigenen Werkstatt. Wir haben auch das passende Elektromobil für Sie. Lassen Sie sich kompetent beraten und betreuen.
damit Sie auch weiterhin aktiv am Leben teilhaben können. Ihr Disse, Sanitätshaus und Orthopädietechnik in Halberstadt und Oschersleben. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. AOK-Versicherte haben es besser und zahlen auch 2018 nur 14,9%. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalts. Noch nicht AOK-versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le cœur, le caractère. Citroën. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yippie! Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Medaille für die Sportlerin der Herzen. Tatjana wird in ihrer Heimatstadt Blankenburg empfangen. Mitte März und die Stadt zeigt sich von ihrer schönsten winterlichen Seite. Mit diesem Wetter wollen die Blankenburger ihre Weltklasse-Sportlerin Tatjana Hüfner begrüßen, die einen kurzen Besuch im Harz eingeplant hat. Im Fitnessstudio RM Balance, das sein einjähriges Jubiläum nach der Wiedereröffnung feiert, haben sich zahlreiche Fans und Weggefährten von Tatjana versammelt. Bevor sie vor vielen Jahren mit dem Rennrodeln begann, hat sie ihre ersten sportlichen Erfahrungen hier gesammelt. 364 Tage sind heute rum und das war eine irre Zeit, ein ganz schnell verlaufendes Jahr. Und wir sind natürlich total glücklich, dass wir das mit so einem schönen Event wie dem Empfang von unserer Olympiateilnehmerin Tatjana Hüfner verbinden können, die ja auch hier, und das ist ja ganz spannend, mal ihre sportliche Karriere angefangen hat in der Dance Company. Ganz gespannt warten auch die Kinder vom Rodelclub auf ihr großes Vorbild. Wenn Blankenburg auch keinen Eiskanal hat, wird hier viel trainiert und das mit Erfolg. Seit ich 6 bin und dass man eben auch so schnell da runterfahren kann dann eben. Weil mein Bruder auch beim Rodeln war und jetzt macht es und ich war schon mal beim Rodeln und schon mal habe ich es probiert und dann hat es mir Spaß gemacht.
Meine Mama hat mich einfach mal gefragt, ob ich da mal mitmachen will, weil ich mal was Neues ausprobieren wollte. Und hier bin ich einfach, weil Tatjana Höfner zum Verein gehört und da wollte ich einfach mit dabei sein. Weil sie gut ist. Weil Tatjana eine gute Platzierung gemacht hat und ja, weil sie auch bei Olympiade war. Dass Tatjana kommt und dass es wahrscheinlich sehr toll ist, weil sie auch bei Olympia dabei war und jetzt hierher kommt. Dann kommt Tatjana und wird von allen herzlich begrüßt. Sie ist Blankenburgerin und startet auch für ihren Heimatverein bei den großen Wettkämpfen. Super Winterwetter nochmal. Ist natürlich auch ein bisschen überraschend, dass es jetzt nochmal so wird, aber ich würde sagen, es ist standesgemäß heute. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, singen die Kinder vom Chor der Martin-Luther-Grundschule. Sie haben extra für Tatjana ein neues Lied eingeübt. Rockiges präsentiert dann Rex Brandenburg und spielt auf seiner Geige Tatjanas Lieblingslied. Ein kurzer Rückblick. Die Blankenburger hatten am 13. Februar die Olympischen Läufe im Rennrodel-Einzel der Frauen am Bildschirm des Fitnessclubs miterlebt und ganz fest die Daumen gedrückt. Leider war der vierte Lauf etwas langsamer und so fuhr die Ausnahmesportlerin bei ihrem vierten olympischen Start das erste Mal ganz knapp an einer Medaille vorbei. Der vierte Lauf war aber auch gut, der war auch ein solider Lauf, ähnlich wie die anderen drei Läufe zuvor. Es hat dann einfach halt irgendwie ein bisschen die Zeit gefehlt, da sind wir über der Analyse. Ich denke mal, wir sind ein bisschen zu defensiv vielleicht rangegangen an den Wettkampf insgesamt und das Wetter hat dann ein bisschen umgeschwungen, vielleicht lag es daran. Ja, es ist so, es ist vorbei und am Ende ist ja auch der vierte Platz jetzt kein Weltuntergang. Was spielt mehr eine Rolle, Technik oder fahrerisches Können? Am Ende muss beides zusammenspielen, aber klar, die Technik spielt immer bei uns eine sehr große Rolle. Es macht schon sehr viel aus vom Gesamtpaket, aber man muss die Bahn natürlich auch gut treffen und beides zusammen ergibt dann das Endresultat. War ganz knapp, aber Tatjana ist unsere Medaillengewinnerin der Herzen. Sie hat es verdient und wir werden ihr einen würdigen Empfang in Blankenburg bereiten. Mit vielen positiven Eindrücken ist die Blankenburgerin, die wieder zu den vier Besten der Welt gehört, nach Hause gekommen. Ja, sehr schön. Es waren wirklich wundervolle Olympische Spiele, die dort die Südkoreaner organisiert haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, waren sehr enthusiastisch, sehr hilfsbereit und engagiert und es hat wirklich großen Spaß gemacht. Tatjanas Fanclub, einer der stärksten, war auch an der Strecke in Pyeongchang dabei. Ihre Mutter und Familienmitglieder waren extra nach Südkorea geflogen, um Tatjana den Rücken zu stärken. Viele olympische Momente wurden dabei mit dem Fotoapparat festgehalten. Ah, das war schon genial. Klar, das ist immer beeindruckend und Olympia besonders, weil eben unheimlich viele Nationalitäten da sind, auch die Zuschauer sehr großes Publikum sind und viel Internationalität. Die Rumänen standen hinter uns, die Österreicher, die Kanadier. Also war sehr schön. Welche Erinnerungen haben Sie noch so?
Ja, wir hatten natürlich diesen einen traurigen Tag, wo wir so ein bisschen knapp an der Medaille vorbei sind. Aber wir haben so viele tolle Erlebnisse gehabt. Wir haben Erik Frenzel gesehen, wie er gewonnen hat, das Eiskunstlaufpaar. Es war wunderbar. Würden Sie wieder zu den nächsten Wettkämpfen mitfahren? Würde ich immer wieder machen. Und ein Freund von uns hat mir schon gesagt, naja, in Tokio sind wir wieder dabei. Ich sage, ich weiß es noch nicht, aber ist immer wieder einfach einzigartig. Auch das ganze Publikum, die vielen Olympiastätten, der Olympiapark mit den vielen gastronomischen Angeboten. Und also war wirklich wunderschön. Ein großer Dank gilt der Familie. Ohne deren Unterstützung hätte es Tatjana nur schwer oder gar nicht an die Weltspitze geschafft. Bürgermeister Heiko Breithaupt dankt besonders der Mutter und Vereinsvorsitzenden vom RC Blankenburg, Dr. Karin Hüfner, und überreicht ihr einen Löwen. Viele interessiert, welche Pläne hat Tatjana, die studierte Erzieherin und Trainerin, für die Zukunft? Ja, schauen wir mal. Da bin ich gerade in der Findungsphase. Das steht noch überhaupt nicht fest. Ich überlege, ob ich vielleicht noch mal ein Jahr dranhänge, sportlich gesehen, und dort zur Heimweltmeisterschaft in Winterberg noch mal angreife. Kann aber auch sein, dass ich jetzt sage, okay, das war's mit dem Rodelsport. Ich versuche mich anderen Herausforderungen zu stellen. Da warten sicherlich auch neue Ziele und neue Visionen auf mich, die es gilt umzusetzen. Und aber das muss in den nächsten Wochen gründlich überlegt werden und geplant werden. Und dann schauen wir mal, wohin mich mein Weg führt. Bürgermeister Heiko Breithaupt hat für Tatjana noch eine besondere Überraschung. Eine einzigartige Medaille für die Weltklasse-Sportlerin. Eine aus Glas gefertigte Plakette mit der Gravur Siegerin der Blankenburger Herzen. Denn die sehr erfolgreiche Sportlerin zeigt auch eine besondere Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt. Messepremiere für Promiwein. Warum Schauspieler und Moderatorin jetzt auch noch Winzer sind. Leute. Drei Freunde sind heute nur zwei. Winzerin Juliane Eller und Moderator Joko Winterscheid müssen den gemeinsamen Wein Drei Freunde also als Duo unter die Leute bringen. Der dritte in der Weinrunde, Matthias Schweighöfer, hat Verpflichtungen und dreht für einen neuen Film. Da das Matthias, sag ich mal, Hauptjob ist noch. Ist es so, dass er das vorgezogen hat oder vorziehen musste. Ich glaube, Matthias wäre tatsächlich lieber hier. Mit einem Grauburgunder fing es an. In diesem Jahr kam dann der Rosé dazu. Im rheinhessischen Alzheim wächst die Traube, aus der der Promi-Wein wird. Aber wie viel Promi steckt denn wirklich drin? Nee, du nicht, du hast schon genug. Die beiden sind, was das Probieren angeht, so extrem fit. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Joko hatte da ja auch noch nicht so den Berührungspunkt. Und dann sagt er, ey, cool, ich ordne das so und so ein, bisschen trockener, das machen wir noch so und so. Und es ist Wahnsinn, wie schnell man doch lernt und wie schnell man in so einem Prozess ist und es einfach geschmacklich einordnen kann. Also läuft bei uns. Es gibt hier aber nicht nur Wein. Aus Spirituosen werden zum Beispiel Drinks passend zum gemütlich skandinavischen Hügelgefühl mit Namen wie Kuchen von Oma oder Kuscheldecke. Ebenfalls aus Skandinavien ein dänischer Eiswein aus einer ganz anderen Frucht. Dort, wo kaum Trauben angebaut werden können, wird aus der Not eine Tugend gemacht. Gefrorener Apfelsaft ist die Grundlage dieses fruchtig-süßen Tropfens. Wir glauben an andere Früchte und machen damit, was andere mit Trauben machen. Also sind wir same, but different. 6.800 Aussteller aus typischen und untypischen Weinländern zeigen auf der Messe ProWein noch bis zum 20. März ihre neuesten Kreationen rund um den Rebensaft, Spirituosen oder sogar Craft Beer in der Rhein- und aktuell auch Weinmetropole Düsseldorf. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV-Teletext ab Seite 301. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH.
Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Deutschland Lokal. Wir haben wieder die schönsten Beiträge aus 7 Bundesländern für Sie. Wir beginnen heute tierisch und zwar in Leipzig. Der Zoo Leipzig hat viel vor im Jahr 2018. Er feiert nicht nur sein 140-jähriges Bestehen, sondern eröffnet auch weitere Attraktionen. Mit tierischer Begleitung führte Zoodirektor Junold am Freitag durch sein Reich und sprach über die Pläne im Jubiläumsjahr. Die Kollegen von Leipzig Fernsehen haben Horst und Co. begleitet. Die Lamas des Leipziger Zoos können es anscheinend kaum erwarten. Neugierig schauen sich Horst und Co. auf der Baustelle um. Hier werden bald verwandte Artgenossen aus Südamerika, wie zum Beispiel Guanacos, zu sehen sein. Die Lamas sind die ersten Bewohner des neuen Kontinentes Südamerika. Kurz vor Weihnachten sind sie in ihr neues Domizil eingezogen. Sie waren heute als Botschafter mit auf der Baustelle, weil sie natürlich die Haustierform sind. Einer Tierart, die wir ab Frühjahr dann auf dem Areal zeigen wollen. Das sind die Guanacos, das ist also die Wildform des Lamas. Und so haben sie Pate gestanden quasi für eines der Tierarten, die wir dann künftig hier auf der jetzigen Baustelle sehen werden. Das Südamerika-Gelände ist eines von vielen Höhepunkten, auf die sich Besucher des Zoos im Jahr 2018 freuen können. Nach den Schneeleoparden und roten Pandas der 2017 eröffneten Hochgebirgslandschaft Himalaya werden auch in diesem Jahr neue Tierarten in den Zoobestand aufgenommen. Man wird künftig hier von der Hacienda her eine Terrasse haben, sitzt dann am Wasser und kann quasi auf die Tiere dahinter schauen. An neuen Tierarten erwarten uns Wasserschweine, Pampashasen, Nandus, das sind die Laufvögel von Südamerika. Eine Wildschweinart, das sind die Pekaris, Nasenbären, die Guanacos schon genannt und Ameisenbären und Mähnenwölfe. 2018 wird ein sehr aufregendes Jahr für den Leipziger Zoo. Unter anderem steht das 140-jährige Jubiläum des Zoos an. Die Besucher erwartet das ganze Jahr über viele Veranstaltungen, die den Besuch im Zoo abwechslungsreicher und schöner machen sollen. Im
ersten Quartal wird es etwas Neues geben, das sogenannte Tropenglühen in Gondwanaland. Also wenn wir schon den schönsten und größten tropischen Regenwald hier in Leipzig haben, werden wir ihn auch nochmal richtig in Szene setzen. Das wird mit Licht geschehen und es werden besondere Erlebnisse dadurch natürlich für den Besucher möglich sein. Highlight wird sein der 9. und 10. Juni 2018. Dort wird es das große Fest der Kontinente hier im Zoo geben. Und das wird die große Party sein, die Geburtstagsparty für den Zoo Leipzig. Und dann im Herbst nochmal werden wir Halloween ausdehnen. Es wird also regelrechte Halloween-Tage geben, weil wir merken, wie erfolgreich das ist und wie die Leute auch darauf fliegen. 140 Jahre sind eine lange Zeit. Die Entwicklung des Zoos zu einem artgerechten, über 26 Hektar großen Tiergarten mit über 800 verschiedenen Arten ist sehr beachtlich. Besonders in den letzten 20 Jahren wurde unter dem Projektnamen Zoo der Zukunft großflächig umgebaut und erweitert. Ja, also alles begann auf einem Hektar Fläche und der Gastwirt Ernst Pinkert hatte die Idee, neben seiner Gastronomie also etwas Besonderes anzubieten. Das war sicherlich ein Ansatz, der klein war damals, 1878. Aber bereits vor dem Ersten Weltkrieg, als Leipzig prosperierte, war der Zoo hoch angesehen. Das damalige Gesellschaftshaus, heute Kongresshalle, ist entstanden. Es wurde viel investiert, der Zoo wuchs. Er hatte vor dem Zweiten Weltkrieg dann bereits 16 Hektar, ist dann erweitert worden auf 22 Hektar. Wir haben ihn in den letzten 20 Jahren nochmal auf 26 Hektar erweitert. Er ist also immer größer geworden. Die Tierhaltung hat sich verändert. Unsere Tiere haben heute viel Platz. Wir versuchen, Landschaften möglichst detailgetreu nachzugestalten und wir versuchen, den Besucher hineinzuziehen in die Landschaften. Das alles nicht zum Selbstzweck, sondern vor dem Ziel, dass wir quasi Bestandteil sind eines weltweiten Naturschutznetzwerkes und wir zeigen Tiere, um damit zu sensibilisieren, dass wir Menschen dafür verantwortlich sind, Lebensräume und auch die Tiere in den Lebensräumen für künftige Generationen zu erhalten. Somit muss der Leipziger Zoo sich nicht mehr hinter anderen Zoos verstecken. Laut des Sheridan Zoo Ranking ist unser Zoo auf Platz 2 der schönsten Tiergärten in ganz Europa. Wir starten jetzt in Frankfurt, denn dort heißt es zurzeit Glück auf, im Untergrund. Denn eines der zentralen Großbauprojekte nimmt immer mehr Gestalt an. Die Verlängerung der Stadtbahn U5 ins Europaviertel. Dafür entsteht unterirdisch ein langer Tunnel auf einer Strecke von fast 3 Kilometern. Er wird einmal das neue Wohnviertel mit dem Areal am Hauptbahnhof verbinden. Spezialwerkzeuge kommen dafür zum Einsatz. Eines davon wurde jetzt vorgestellt. Ein riesiger Bohrer, den Frankfurt so noch nicht gesehen hat. Die Kollegen von Rhein-Main-TV haben sich das Spezialwerkzeug mal angeschaut. Ein Knopfdruck und die 130 Schneidewerkzeuge an dem 7 Meter großen Schild setzen sich in Bewegung. Der gigantische Bohrer wird sich einmal von mehr als 1300 PS angetrieben durch den Frankfurter Untergrund wühlen. Ganze 5 Meter weit und das jeden Tag. Schwerarbeit, aber notwendig, um den Boden zu bereiten für die 4 neuen U-Bahn-Stationen im Europaviertel. Diese Tunnelvortriebsmaschine, sie wurde eigens für die Verkehrsgesellschaft Frankfurt und deren Tochter SBEV angefertigt. Also für mich ist das schon ein ziemlich erhebendes Gefühl. Die Maschine ist zwar nicht die größte der Welt, aber für Frankfurt die größte, die dort je eingesetzt war. Und wir hoffen natürlich, dass die im Frankfurter Untergrund ihre Arbeit so macht, wie wir uns das wünschen. Die beteiligten Ingenieure haben daran keinen Zweifel. Denn entwickelt wurde das Gerät hier in Schwanau, nahe der Grenze Baden-Württembergs zu Frankreich. Die Herrenknecht AG mit ihren 5000 Mitarbeitern und einem Milliardenumsatz gilt als führender Anbieter weltweit. 70 solcher Spezialmaschinen verlassen jedes Jahr das Werk, immer in hartem Wettbewerb mit der chinesischen Konkurrenz. Für mich ist es sehr wichtig, in Deutschland Projekte noch zu haben, wenn sie Kunden weltweit bekommen, die jetzt aus Australien kommen oder aus Amerika oder Kanada und dann sie müssen sagen, wir müssen jetzt nach Spanien fliegen oder sagen wir nach Holland oder Norwegen und haben in Deutschland keine Projekte. Das ist einfach schlecht. Wie viel der Koloss genau kostet, darüber wurde Stillschweigen vereinbart.
Das gesamte Projekt Erweiterung der U5 beläuft sich auf mehr als 281 Millionen Euro. In 4 Jahren soll die Stadtbahn zum ersten Mal ins Europaviertel fahren. Veranstaltungen im Harz. Das Stadtfeldgymnasium, die Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode und das Philharmonische Kammerorchester laden Jung und Junggebliebene zu einem Generationenkonzert in die Schulaula des Wernigeröder Stadtfeldgymnasiums ein. Am 21. März um 13.30 Uhr werden Schüler die Zuhörer dreier Generationen durch das Programm leiten sowie mit erfrischenden Moderationen einige Hintergrundinformationen zur gespielten Musik geben. Die Eintrittskarten sind an der Tageskasse für je 5 Euro zu erwerben. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Am Donnerstag, den 22. März, laden die Mitarbeiterinnen der Halberstädter Stadtbibliothek zum nächsten literarischen Kaffeeklatsch ein. Wie gewohnt ist die Bandbreite der ausgewählten Bücher groß. Den Zuhörern wird in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Gebäck ein bunter Mix aus Romanen und Erzählungen vorgestellt. Beginn ist 16 Uhr im Bibliothekskeller. Kinder und ihre Eltern sind am 24. März zu einer spannenden Entdeckungstour in den Halberstädter Dom eingeladen. Gemeinsam geht es auf die Suche nach den bildhaften Zeugnissen des nahenden Osterfestes. Außerdem wird bereits nach dem Osterhasen Ausschau gehalten. Seit der Antike galt er als Symbol der Fruchtbarkeit, Wiedergeburt und Auferstehung. In der christlichen Kunst findet er sich auf zahlreichen Darstellungen, so auch im Halberstädter Domschatz. Treffpunkt ist 11 Uhr am Eingang zum Domschatz. RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH, einfach näher dran.